Franz Wiegele aus Österreich, aus Achomitz. Oh, die Achomitzer. Das Nest, aus dem die Skispringer kommen. Der Karl Schnabel, der Olympiasieger, ich sehe ihn von hier vor der Kabine. Der Dr. Schnabel, der Arzt, des Mannschaftsarzt, freut sich, da geht er drüben. Da kommt ja auch aus Achomitz, der Charlie. Und die Führung für Wiegele. Aber noch sind 20 Springer, die da an die Spitze wollen. Piotr Fias. Da! Auch ein routinierter Springer. 110. Das ist dann natürlich möglicherweise, das ist sicher vorsteuert, aber ob er senkt von Noten ab, ob er an die Spitze gelangt. Wiegele war 110,5. Fias ist Zweiter. Fias ist Zweiter, Wiegele Österreich vorn. Dann Fias, Collins und Steiert. Horst Bülau, der Kanadier. Vater aus dem Erzgebirge stammt, die Mutter wohl aus dem Hannoverschen. Und die, die dort geheiratet haben, nach dem Krieg dann nach Kanada ausgewandert sind. Der Mühler hat als Alpiner, als Jugendlicher angefangen. Ja, komm. Ui, ist der weit. Hoho. Das war also gut über 110 weg. 112. 112 Meter. Nur noch 4 Meter zum Rekord. Das ist die Führung für Bülau. Hat er auch einen Unfall beim Skifliegen 1983. Das hat ihn doch etwas gehemmt im Jahr danach. Aber jetzt ist er wieder da. Da ist er, der Horst Bülau. Ein netter Bursche, kam zwei in Kanada, eins in Chamonix. Ist er im Weltcup an 4. Stelle. Da. Ja, aber eigentlich hätte ich 110 Meter. 110. Nicht die Führung, aber ist bei die Leit. Da sehen Sie die Noten, einstimmig 16-0. So sieht man die Wertungen gern. Das darf ja keiner vom anderen abschreiben bei den Sprüngen. 25. etwa, der Klauser, dürfte im Finale dabei sein. Ui, ja. 114 Meter, der Sorsa, ich habe mich nicht getäuscht. Sorsa. Aus Kajaani, Mittelfinnland. 18 Jahre alt ist der Bursche. Da sehen Sie es. Ein bisschen weggerutscht beim Absprung sogar. Sie haben es gesehen. Korrigiert, bleibt, Mut. Aber die Noten sehen Sie oben. Manche sagen Ernst Motun. Oh, 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 ha, 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 ha. Da freut er sich. 116 Meter, sein Schanzenrekord eingestellt. Da. Er kämpft gegen Weißlo, gegen Mykänen seit Jahren, als Junioren schon. Schauen Sie da, da ist Dynamik drin. Und eine recht gute Landung. Etwas verwackelt, aber... Vorbauer. Ho. Didier Mollard.
114 Meter. Der hat's erwischt. Das war diese Glückssekunde. Schön gleichmäßig vor, aber jetzt zieht er. Didier Mollard führt also vor Andreas Bauer. Die Weite hat's gebracht. 23. im ersten Sprung. Also nach ihm noch 22 Springer, und zwar die besten des ersten Wertungssprunges. Per Inge Tellberg, ein Schwede, der zum ersten Mal international dabei ist bei der Tournee. Das heißt, in Skandinavien ist er letztes Jahr ja gesprungen, aber Mittelfeld und jetzt große Sprünge nach vorn. Und er führt jetzt, der Tellberg. 6 Punkte vor Mollard. Tellberg. Meter. Ah, da hat er allen Grund zur Freude. Schauen Sie den Buben an, der sich freut. Ha, noch einmal. Und spuckt jetzt. Mal sehen, ob er es dem Niemine nachmachen kann. Na? Oh, bravo. 112. 112 Meter. Auch der Kokonen klatscht den Jungen. Da gibt es ja junge Springer in Skandinavien, Norwegen, Finnland vor allem. Begeisterung. In der Schule, in den Vereinen, in den Orten. Es wird viel. Platz 114. Jetzt jagen sie sich. Sechzehn, fünf und 17. Zweiter Platz für Platz. Daher, also dürfte jetzt Collins Hintersteier zurückgefallen sein. Vegard Opas. Einhundertzehn Meter für Opas. Noch 6 Springer. Neulendner, Fias, Wiegele, Suorsa, Bülau und Vettori. Dritter besetzt. Opas. Jetzt Neuländer, der junge Oberösterreicher. Da sehen Sie es. Steiert 9. Aber jetzt. Ohoho. Nicht schön, aber weit. Die Landung war ein bisschen steif, aber der Flug war fantastisch. 113 Meter. Franz Neulendner. Den werden wir im nächsten Winter öfter ganz vorne erleben. Ja, das war ein bisschen 17,5, 16 sogar nur vom Werner Lesser. Neulendner vor Nieminen, jetzt 7 Punkte. Bias. Ui. Das war einer. Einhundertvierzehn.
Noch vier. Am Start. Hier ist der Franz Wiegele. Achomitz. Na? Einhundertfünf Meter für Wiegele. Zwölfter der Wiegele, zurückgefallen. Pekasursa, dritter nach dem ersten. Die Finnen. Ja. 113. Wiederholung, Absprung erwischt. Und jetzt dieses Übergehen auf den Ski, ohne zu schneiden, ohne runterzudrücken. Sorsa führt. Noch zwei sind da. Horst Bühlau und Ernst Vettori, das ist Bühlau. 112 im ersten Sprung. Dass da alles an Hoffnung mitstartet. Nein, war nicht weit genug. Ja, das wirft ihn zurück. Jetzt. Da ist Suorza, da ist er. Schauen Sie, wer sich. Ach. Ernst Vettori. Da ist er. Komm, Ernst. Bühlau ist Vierter. Ja, 113, 114 Meter braucht er. Ja, ja, ja. Ja, nein! Hat verloren. Er hatte allerdings einen recht großen Vorsprung. Was ist das? Da, Suorza hat gewonnen, das ist der Sieg. Der Sieg für... Beieinander. Sieg und Niederlage. Moderne. Sport und Wirtschaft eng miteinander verheiratet. Das ist der FIAS, da freut man sich viele Jahre dabei. Da kann man sich freuen. Dass Sepp Weiler gratulieren will. Am 22. Januar hat er 65. Der gute Sepp Weiler. Vielleicht sehen wir ihn gleich.